Willkommen zurück zu meiner Doom Eternal Komplettlösungsspielreihe, in der ich aufzeige, wo man alle Gegenstände, Waffen, Rüstungen und Extraleben einsammeln kann. Heute mit Level 6, dem Ark-Komplex. Zunächst schauen wir uns mal die Level-Missionen an, die da wären. Sammle 2 Runen, überlade 6-mal ein Schild mit dem Plasmagewehr und zerstöre 4 Schulterkanonen des Revenant. Ich denke, das sind alles 3 Aufgaben, die wir relativ einfach erledigen können. Weiterhin sind wir natürlich hinter unseren Waffenherausforderungen her, unter anderem mit der Zielerfassungssalbe des Rocket Launcher gegen die Powler. Da kommt schon einer. Das müssen wir natürlich weiterhin erledigen, denn der Rocket Launcher ist eine Waffe, die uns noch öfter begegnen sollte, die wir gerne benutzen. Ansonsten ganz klar, die Headshots mit dem Bolzen, die sollten, denke ich, auch kein Problem sein. Was erwartet uns sonst in dem Level? Das Level ist an sich ein sehr langes Level. Es hat damit was zu tun, dass wir sehr, sehr viele Kämpfe haben. Gar nicht unbedingt aufgrund der Anzahl der vielen Gegenstände, sondern eher dadurch, dass das Level geprägt ist durch sehr viele Arena-Kämpfe. Auch in diesem Level gibt es natürlich wieder einiges an Extra-Leben. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich spiele das Level nicht großartig auf Speed. Überhaupt die komplette Doom Eternal-Reihe spiele ich nicht auf Geschwindigkeit, sondern ich bin eher daran interessiert, so wenig Leben wie möglich zu verbrauchen. Bisher habe ich kein einziges Leben verbraucht, auch kein Extra-Leben. Und genau das ist eigentlich auch mein Wunschziel. So, den Pinky sollten wir irgendwie von hinten an ihn ran, dann ist der Pinky ein recht einfach zu erledigender Gegner. Ansonsten ist das Level der Ark-Komplex von einem besonderen Gegner geprägt, der uns am Ende begegnen wird, nämlich der Marauder. Und der Marauder hat natürlich bestimmte Eigenschaften, auf die wir gehen dann noch später ein. Aber er ist ein ernstzunehmender Gegner, er ist uns, wenn man denn nicht einen besonderen Trick anwendet, doch ebenbürtig. Und allein von der Gestalt her, vom Auftreten her, ist der Marauder doch ein wunderbarer Gegner. So, ansonsten ist hier eigentlich bisher nicht viel passiert. Das heißt, man kann sich aktuell auch gar nicht großartig verlaufen. Man folgt einfach den auftretenden Dämonen, erledigt die und geht weiter. Bisher sollte es keine Schwierigkeiten geben, Auffinden des richtigen Weges. Die Fässer nutzen wir weiterhin. Wir haben ja das Explodieren der Fässer und das Respawn plus dem Erscheinen von Munition beim Explodieren der Fässer eingestellt durch unsere Token. Das ist doch ab und an mal ganz wertvoll, wenn keine Dämonen in Sicht sind. Da ist ein Energieschild, das nutzen wir gleich zum Überladen. Und dazu bietet sich natürlich das Plasmagewehr an.
Ansonsten einfach weiter der Nase nach. Bevor wir da nach unten gehen. Nach hinten kurz durch die Wand den Prätorenanzugstoken mitnehmen. Vergisst man auch gerne einmal, weil man einfach den Dämonen folgen möchte. Von der Laufzeit her war das Level 6, der A-Komplex hier, für mich das größte und längste zu spielende Level. Normalerweise habe ich immer so eine halbe bis dreiviertel Stunde für ein Level gebraucht. Das hier ist ein Level, wo ich mehr als eine Stunde gebraucht habe. Ob das jetzt an dem Marauder am Ende liegt oder einfach an der Häufigkeit der Kämpfe, die auftreten, kann ich noch nicht genau sagen. Aber von der Größe des Designs her ist das eigentlich nicht der Grund. So, wie man schon sieht, wir bekommen Rüstung über den Flammenspeier und das nutzen wir so oft als möglich. So, nicht vergessen, unsere Aufgabe, zwei Schulterkanonen zu erledigen beim Revenant. Insgesamt vier, das heißt zwei Revenants, jeweils zwei Schulterkanonen, dann sollte die Aufgabe erledigt sein. So, eine Schulterkanone müssen wir noch treffen. So, Waffenpunkt geholt. Jetzt sammeln wir noch ein bisschen die Gegenstände ein. Unter anderem die Rüstungsteile. Hier rechts oben ist auch noch etwas. Allerdings geht es hier nicht weiter, sondern hier kann man einfach nur ein bisschen Rüstung und Gesundheit einsammeln. Dann gehen wir nach hinten. Betätigen den Button hinten am Tor und gehen dann ein Stück weit zurück. Rein in das Innere, sobald die Zwischensequenz vorbei ist. So, noch kurz den Pinky erledigen. Dem Weg Markierung folgen. Dann einfach in den nächsten Kampf hinein. Wie gesagt, in dem Level gibt es fast keine Ruhe. Wir kommen von Kampf zu Kampf.
So ein weiterer neuer Dämon taucht gleich auf. Und zwar der Cybermankubus. Der ist noch stärker gepanzert als der normale Mankubus. Und er hat eine wesentlich gefährlichere Entfernungswaffe, die uns nicht ermöglicht, weiter voranzuschreiten, ihm entgegenzuschreiten. Er hält uns dadurch natürlich extrem auf Distanz, diesem Giftschleim. Ansonsten einfach der Nase nach, nach oben. Auch recht einfach eigentlich, hier kann man sich nicht verlaufen. Ich bemühe mich nach wie vor, die Waffenherausforderung zu absolvieren. Da oben sieht man schon, es leuchtet lila. Das heißt, das Layer-Tor ist nah. So, mobile Geschütz haben wir auch freigeschalten hier mit dem ersten Waffenmod in diesem Level. Für einen späteren Gegner sehr gut zu gebrauchen. Automap aktivieren wir auch gleich. Und da ist das Layer-Tor. Jetzt müssen wir nur noch an den Schlüssel ran. Drüben sieht man schon Leuchten auf der linken Seite, die Wächterbatterie. Auf der anderen Seite ein Spielzeug. So, der Schlüssel ist oben rechts. Wie kommen wir da hin? Natürlich über die Wand. Double Jump, Double Dash, dann haben wir ihn schon. Hier runter. Noch einmal hoch. Und zum Slayer-Tor. Ich finde es ganz gut, dass das Slayer-Tor ein bisschen früher Level auftaucht, denn die Slayer-Kämpfe sind ja eigentlich schon herausfordernder als die normalen Kämpfe. Und wenn man hier versagt, kann man das Level theoretisch gleich nochmal starten. So, ab geht's in den Slayer-Kampf. Und hier haben wir auch schon einen neuen, größeren Gegner, den Tyrant. Der ist aber sehr schwergewichtig, der bewegt sich nicht schnell. Hier in dem Slayer-Kampf sind zwei Stück, aber die stellen wirklich kein Problem dar. Hingegen nachher kommt noch der Baron of Hell. Der Baron of Hell ist wesentlich schneller, der jagt uns auch. Aber diese beiden Tyrants, die können wir eigentlich fast links liegen lassen und von Weitem so ab und zu mal ein bisschen attackieren. Die sind kein Problem.
zum Ende kommt nochmal ein Doom Hunter. Kennt ja das Prinzip. Sein Schild erledigen. Und danach können wir ihn erledigen. So, das war's. Der Slayer Cup ist vorbei. Endlich, will ich da mal sagen. Und wir bekommen als Belohnung unseren Himmelsschlüssel. So, der Markierung folgen. Hier durch die Glasscheibe an Stange rüber jumpen. Hier können wir schon die letzte Aufgabe mit der Revenant erledigen. Bisschen eng das Ganze hier. Hier ist Dr. Elena Richardson. Hinten durch die Wand durch, nach unten zum Waffenmod. Eigentlich nicht zu übersehen. Die Fernzündung ist so eine Eigenschaft, die ich eigentlich fast nie genutzt habe.
Hier sieht man schon das Fragezeichen im Boden. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ansonsten ist das Level doch recht überschaubar. Da haben wir das Fragezeichen, eine Cheatcode-Karte. So, nach unten springen und wenn wir da wieder nach oben kommen, per Dash Refill rüber auf die andere Seite. Wir dashen hier in der Mitte durch. So, hier gibt es eigentlich auch nicht großartig mehr was zu beachten. Geht links durch, findet ein Geheimnis, welches jedoch am anderen Ende erst eine Codex-Karte offenbart. Dann weiter durch die Wand und ein paar Dämonen hier erledigen. Den Wächterkristall natürlich nicht vergessen. So, und wer die Orientierung verliert, darf natürlich jederzeit gerne auf die Map schauen. So, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Oben an der Stange war schon der Ausgang. Genau, da ist sie. Rüber an die Wand drehen und dann der Markierung folgen. Achtung, jetzt kommt gleich ein Kakodemon. Den Würfel wegschlagen. Enge Geschichte bei mir. Rüber auf die andere Seite springen. Durch das Fenster und dann sehen wir schon hier wieder eine Tür, die durchbrochen werden kann für ein Extra-Leben. So, dann nicht zur nächsten Stange. Double Jump, einfach Dash und an die gegenüberliegende Wand. Zum kaputten Aufzug. Genau da rein. Nach oben, nach rechts und dann sind wir eigentlich schon da. Nehmen noch kurz den Token mit. Und springen jetzt links runter unter das Flugzeug. An die Wand. Dann geht's nach oben und da ist gleich der nächste Kampf auf einer gewissen Schrägen. Hier links oben sieht man schon die nächste geheime Begegnung.
Dazu müssen wir allerdings noch ein Stockwerk hoch. So, die Überladung des Plasmagewehr des Energieschilds ist erledigt. Damit haben wir die Herausforderung absolviert. Den Baron of Hell haben wir wohl vor ein bisschen verpasst. Aber die Chain Gun macht kurzen Prozess. So, Waffenpunkt erreicht. Jetzt müssen wir ein Stockwerk hoch. Erst wenn alle Dämonen auf diesem Stockwerk erledigt sind, geht auch das Energieschild weg für den Aufgang zum nächsten Stockwerk. Und selbst der Weg hoch aufs nächste Stockwerk ist voller Dämonen, also Level 6 der A-Komplex ist schon voll mit Kämpfen, man hat nie eine Verschnaufpause. So, auf der linken Seite wäre die geheime Begegnung. Wir erledigen jetzt noch kurz die auftretenden Dämonen hier, bevor wir nach links gehen. Schnappen uns die aufkommende Codex-Karte hier. Eigentlich nicht zu übersehen. Holen uns noch kurz Munition, denn für die geheime Begegnung brauchen wir natürlich einen vollen Waffenarsenal. Ein bisschen Rüstung schadet auch nicht. Flammenspeier auf den Billigdämon und Rüstung einsammeln. Was uns gleich noch begegnen wird als neuen Dämon, wird der Pain Elemental sein, also eine Art modifizierter Kokadin. So, geheime Begegnung abgeschlossen. War eigentlich auch kein Problem. Aber die geheimen Begegnungen sind ja immer so aufgebaut, dass die Gegner an sich gar nicht so schwierig sind, sondern meist die Zeit, die man hat.
So, hier hinten links gibt es ein weiteres Spielzeug. Vergisst man auch gerne einmal. Man ist nämlich so dabei, die Stockwerke hochzurennen und sich zu verteidigen, dass man hier hinten das Spielzeug gerne vergisst. So, wenn man oben ist, rüber auf die andere Seite. Hinten in dem kleinen Raum das Extra-Leben nicht vergessen. Deshalb ab und zu auf die Karte schauen, dann vergisst man sowas auch nicht. So, links im Gang gibt es einen Weg nach unten, genau. Folgen wir, haben nun die erste Rune. Zwei brauchen wir ja für die Level-Herausforderung. So, jetzt sind wir wieder in einem etwas größeren Kampfbereich. Hier wird es gut abgehen, es werden allerhand Dämonen auf uns zukommen, von aller Arten. Das heißt Pinkies, Arachnotrons, Kakodemons, Whiplash, alles wird auftauchen nacheinander. Hier in der Mitte unten wird es eine Art Verstärker geben, mit dem wir alle Dämonen in kürzester Zeit auseinandernehmen. Hier ist er auch schon. Ich nenne ihn einen Buff-Totem, weil er unsere Kräfte enorm bufft. Ich habe den jetzt aber noch außen vor gelassen, weil die härteren Gegner, wie zum Beispiel ein Cyberman-Kubus, erst im späteren Verlauf kommen. Aber ich zeige ihn auf jeden Fall noch. Ist eine coole Geschichte mit diesem Buff-Tod. Hier ist übrigens die Codex-Karte, die können wir uns nachher noch holen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Thank you.
Wie man sieht, man braucht nicht unbedingt den Buff Totem. Kommt auch so ganz gut zurecht, weil die Dämonen ja alle nacheinander kommen, nicht alle auf einmal. Jetzt ist der Cyberman-Kubus da. Jetzt können wir, wenn wir möchten, mal dem Buff-Totem zeigen, was er so macht. Der zerquetscht einfach alles, was einem wäre. So, natürlich kann man den Buff-Totem natürlich früher nehmen, dann hat man ein bisschen mehr Spaß. Allerdings hält der natürlich auch nicht ewig, das ist klar. So, das war's schon. Jetzt holen wir jetzt noch kurz die Codex-Karte. Bevor wir der Wegmarkierung dann folgen. Auch hier wird im Außenbereich nichts Besonderes. Hier versuche ich einfach nur meine Waffenherausforderungen zu absolvieren. Geschütze auf den Arachnotrons gezielt rauszunehmen. Dass wir die Haftbombenwaffe hier mal zur Meisterschaft führen. So, wenn wir hier fertig sind, der Markierung folgen, nach hinten laufen, runterjumpen in dieses Portal durch. Hier rein, auf den, die Plattform. Ich werde dann nach oben. Dann kommt eine kleine Sequenz, wir machen irgendetwas. Und müssen dann wieder zurück. So, eine gute Gelegenheit, ein bisschen Rüstung einzusammeln. Innen die Wächterbatterie nicht vergessen. Unsere transdimensionalen Freunde sollen nicht auf beschmutztem Boden wandeln. Die Erde muss gesäubert werden.
So. Der Pinky hat uns ganz gut abgelenkt. Aber die Codex-Karte haben wir nicht vergessen. So, der nächste Breton-Anzugstoken. So, und die zweite Rune ist auch schon da. Und damit haben wir auch diese Level-Herausforderung gemeistert. Nicht allzu schwer. So, wieder ein Zwischenkampf mittlerer Stärke, würde ich jetzt mal so behaupten. Hier oben links, die gelbe Kugel, ist wieder so eine Art Beschleuniger. Was mir persönlich jetzt nicht so liegt, aber jeder, der auf Lust hat, kann sie sich natürlich sofort holen.
So, jetzt am Ende nur noch der Cyberman-Kubus, dann sind wir eigentlich hier auch durch. Noch die Munition, Benzinkanister einsammeln. Dann geht's hinten weiter. Abwärts. Nichts Spektakuläres, einfach versuchen nicht in das lila Wasser zu kommen, denn da können wir uns nur sehr langsam bewegen. Deswegen springe ich von Rand zu Rand. Den Würfel wegbewegen und dann kann man über die Stange rüber auf die Plattform Richtung Wächterbatterie springen. Weiter zum Ausgang auf der linken Seite, genau. Hier kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen, einfach der Nase nach. So, durch Betätigen dieses Touchpanels geht hinten rechts die vor kurzem noch verschlossene Tür nun auf. Ein weiteres Secret offenbart sich. Wir nehmen die Codex-Karte natürlich mit. Und bevor wir runterspringen zur geheimen Begegnung, gehen wir erst links hoch hinter das Gerät und holen uns das extra Leben ab. Nun können wir nach unten, falls erforderlich, den Helm einsammeln. Wir haben gerade noch genug Rüstung. Holen uns erstmal hinten links das weitere Secret. Das müsste ein Album sein. Genau. So, nun eine geheime Begegnung. Hier unten ist es natürlich sehr eng, deswegen gleich die entsprechend richtige Waffe auswählen. Entweder die Balliste, Chain Gun oder der Rocket Launcher. So, das war's. So, jetzt schnappen wir uns den Helm und gehen wieder zurück. Dann geradeaus Richtung Wegmarkierung.
So, links noch kurz den Brustpanzer mitnehmen, dann geht's schon hoch. Zwei Ebenen mit Kämpfen, bevor wir dann zum Endkampf kommen. Noch zwei Arachnodron-Geschütze müssen wir mit den Haftbomben erledigen, dann haben wir die Waffe zu einer Haftbombenmeisterschaft geführt. Da war auch der Supercharger, den wir natürlich jederzeit verwenden können, wenn es eng wird. Hinten, genau, das zweite Album nicht vergessen, bevor wir dann eine Ebene tiefer gehen. Ins untere Deck des Parkhauses. Da hinten sieht man schon den nächsten Motorenanzugstoken. So, Kampf ist erledigt, dann können wir runtergehen und unsere Gegenstände einsammeln. So, letzte Gegner, bevor wir zum Marauder kommen. Wir sollten aber kein Problem haben. Jetzt geht es vielmehr darum, noch ein bisschen Munition und Gesundheit plus Rüstung aufzusammeln.
Wir warten eigentlich gerade nur auf die Kettensäge, dass die zur Verfügung steht. Hinten war natürlich auch der Buff-Totem zur Verfügung gestanden, den ich aber nicht wirklich gebraucht habe. So, Rüstung noch sammeln. Und dann geht's zum Endkampf gegen den Marauder. So, nach dem Aufzug treffen wir auf den Marauder. Vielleicht gleich ein paar Tipps gegen ihn. Der Marauder hat ein Energieschild, das ihn schützt. Und dieses Energieschild, dieses rote Energieschild, hat er eigentlich immer oben. Das heißt, man kann ihn eigentlich nicht verwunden. Er ist sehr schnell, sehr wendig. Kann kurze Distanzen portieren, teleportieren. Und hat eine Fernwaffe, sowohl als auch eine Nahkampfwaffe mit der Axt. Und ein sehr ernstzunehmender Gegner, weil er auch einen guten Schaden macht. Dann kommt dazu noch, er kann einen, ja, einen Wolf rufen, der einen dann attackiert. Das macht er aber nur, wenn er auf eine größere Entfernung zu uns steht. Hier kommt er schon. So, das heißt, wir wollen den Marauder eigentlich immer an einer gewissen mittleren Distanz halten. Ihn nie zu nahe kommen lassen, damit er uns Schaden zufügen kann. Und auch nie auf eine zu große Entfernung, dass er den Wolf schickt. Und innerhalb dieser Mitteldistanz müssen wir ihn versuchen, immer dann zu treffen, wenn seine Augen aufleuchten. Jetzt hat er sich kurz gedreht und die Augen sind aufgeleuchtet und dann senkt er das Schild und dann ist er verwundbar. Es gibt zwei Waffen, die sehr gut gegen ihn funktionieren. Das ist einmal diese Waffe hier, die Balliste und die Super Shotgun. Die anderen Waffen sind einfach zu langsam von der Feuerrate her. Die kann er sehr gut mit seinem Energieschild abwehren. So, nochmal ganz kurz die Waffen durchgehen. Gibt es noch irgendetwas, was wir noch aufwerten möchten? Wenn nicht, dann zurück zu Fortress of Doom. So, das war's mit Level 6, dem A-Komplex. Schon sehr Arena-lastig, aber macht schon ungeheuer Spaß. Und durch die vielen neuen Dämonen wie den Baron of Hell, den Tyrann, und natürlich dem Marauder doch ein sehr wichtiges Level. Alle Erkundungen sind erledigt und das heißt, das war's mit Level 6 und wir sehen uns das nächste Mal mit Level 7, dem Marskern. Bis dann!